Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir haben das letzte Mal aufgehört, ich habe gerade mal die Introduction hinter mir und ich habe mir einfach gedacht, ich mache mal easy hier nach. Hey, wie geht's? Ich habe einen Stein. Ich kann dasselbe wie du. Okay, egal. Wow. Schnoddelmännchen, nein! Weg mit Stein. Oh, da ist ein Rubin. Muss holen. So, gut. Oh, es hat. Nun gut, wir begeben uns jetzt endlich da unten rein. Das war ja das, was ich eigentlich machen wollte. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu laut eingestellt, weil ich habe mein Mikrofon gestern noch relativ hoch eingestellt. Weil irgendwie meine gesamte Stimme relativ leise war. Aus irgendwelchen Gründen. Und wir erhalten schon jetzt einen orangenen Rubin und sind eigentlich vollkommen happy mit allem. Ja, weil 100 Rubine mehr können. Achso, wir können ja schon mehr. Ups, da war ja was. Das ist ja Wind Waker, nicht Twilight Princess. Na gut. Kriechen wir wieder aus dem kleinen Keller heraus. Ich frage mich, wie wir sonst in unseren Keller gelangen können. Wenn das die einzige Methode ist, dann tut es mir irgendwie leid. Ich krieche einfach weiter. Hot, 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 hot. Ich komme. Hier. Muss hier rauf, muss hier rauf, muss hier rauf, muss. Ich sehe mich nicht. Okay, jetzt probier's. Muss hier rauf, muss hier rauf, muss hier rauf, muss hier rauf. Ich mache keinen Roll. Ich slide einfach am Boden. Nein, ich robbe mich voran. Ich robbe mich voran. Ich robbe mich voran. Ich robbe mich voran. Oma, wo bist du? Oma. Oma, wo bist du? Oh, du bist gar nicht hier. Okay. Oma, wo bist du? Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ich robbe mich voran. Ja. Kann ich mich auch hochrobben? Senkrecht. So, Oma, ich robbe mich zu dir. Oh. Ich wollte mich voran robben. Shorty, ich habe auf dich gewartet. Shorty, probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Das hoffe ich, weil sonst würde er nicht diesen Gesichtsausdruck machen. Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Wenn das nur ein Tag wäre. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in den Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Und mit dem werden wir jetzt dann gleich reden. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Wow, und währenddessen einfach gewechselt. Und endlich sind wir ein Held. Ja, wir sind ein Held. Ab jetzt. Verstehst du? Ab dem Gespräch mit unserer Oma sind wir ein Held. Shorty, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hole deine Schwester Ariel, ja? Einfach noch erwähnen, dass sie Ariel... Oh, wartet. Wir kriechen, ja. Kann ich auch runterfallen, während ich... Wartet, ich muss auspacken. Ja, okay, richtig. Verkehrt rum ausgepackt und wir gehen jetzt verkehrt rum raus. Oder wir drehen einfach um, weil wir es können. Link. Mach die Tür auf. Natürlich, jetzt nur einen Part lang werde ich das machen, aber ich nenne diesen Part einfach Robben. Einfach weil Robben. Heute wird gerobbt und nicht gerollt. So, wir holen uns noch Ariel. Wir müssen noch zu ihr. Ach komm. Nein, ich visiere dich nicht an, Typi. Ich merke erst jetzt, dass mein Haar da oben irgendwie so wegsteht. Ist das normal? Das schaut irgendwie schlecht aus. Das merke ich nie, weil ich rolle. Weil ich
Wenn ich muss rollen. Crouch Counter. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Wow, ich bin über das Nein, Schnoddelmännchen. Nein. Ich darf nicht rollen, ich darf nicht rollen. Muss es mir verkneifen. Darf nicht rollen. Ich drücke lieber eine Taste, wo ich glaube, dass ich rolle. Okay, rauf. Ich hoffe, sie war hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher. So. Wow, nicht schon wieder diese Möwe. Ist sie überhaupt hier? Ja, sie. Was zum Teufel? Lasst meine Schwester in Ruhe. Ihr pädophilen Möwen. Oh, Shorty. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist dir darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Shorty. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leihe ich dir für einen ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Shorty. Happy Birthday! Wir halten das Fernrohr. Halte mir nur auf, lege es auf. Und riskiere einen Blick. Na, und freust du dich? Dir leihe ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen. Ich glaube weniger, dass ich Augen machen kann. Aber ich kann es probieren. Ich probiere es einfach mal aus. Postman. It's the Postman! The Postman. Okay. Okay, einfach nach oben. Was? Auf einmal, ich kann Perspektiven wechseln mit diesem Fernrohr. Wie cool. Auf einmal bin ich auf Perspektive des Wassers. Auf Höhe des Wassers. Und das ist das, was ich gemeint habe mit Piraten für die Leute, die sich nicht ausgekannt haben. Boah. Kugeln. 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 Oh, ihr trefft ihn nicht. Oh. Komm, Headshot. Ich warte nur noch drauf. Wo ist der Headshot? Boom, Headshot. Oh, und schon wieder Kamerawechsel mit meinem Fernrohr. Ich will so ein Fernrohr haben. Und auf einmal Little Big Planet. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Außer völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Oh, das ist ein Stichwort. Ich habe doch ein Fernrohr. Ich kann damit zuschlagen, wenn ich will. Es geht. Angenehm. So landet man. Will auf A drücken, um zu rollen. Will auf A drücken, um zu rollen. Okay, ich verkneif's. Wisst ihr was? Wir crouchen einfach dorthin. Nein, es ist Schnoddel, ich muss weg. Schnoddelmännchen. Nein. Du kriegst mich nie. Du hast nicht die Kraft des Grün. Ich rieche nach Wiese. So. Das war ja das Stichwort. Wir gehen gleich einmal zu Vater Orca. Ja, das geht sich noch aus. Ich mach noch ein paar Minuten. Ich meine, ich bin jetzt bei 8 Minuten. Besuchen gleich einmal Vater Orca. Der wird uns ja was beibringen, hoffe ich mal. Wusch geht, Alter. Wusch geht. Wusch geht. Wusch geht. Wusch geht. Reden. Oh, Shorty. Was hast du? Du bist ja so blass. Ist irgendetwas geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Shorty? Interessiert, die wahre Kunst des Schwertkampfes zu erlernen? Ich will sehr und zack lernen. Na und ob? Halleluja, wir haben ein Schwert das erste Mal in der Hand. So, wie geht die Steuerung nochmal? Wow, wir können jetzt schon Backflip. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Ich soll dich anvisieren. Falsch, drücke nur B. Okay, ich darf ihn nicht einmal anvisieren. Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Voll die Musik, Bitrate Brown auf einmal.
Darf ich dich auch anvisieren das nächste Mal? Gut, als nächstes in Vertikalhieb. Drücke L, um mich anzuvisieren. L, Autofokus, und drücke danach B. Na, nur keine Scheu. Gib mir alles, was du hast. Ich hab dich anvisiert. Ja, halt die Fresse. Ich hab dich anvisiert. Sehr schön. Wieso sagt... Sehr schön. Und jetzt der Ausfall. Visiere mich mit dem Autofokus an und drücke auf B. Gib mir alles, was du hast. Okay. Gut, ich will einen Ausfall nach dem anderen sehen. Das kann man anders verstehen. Ja, wenn du in der Ecke stehst, kann das nicht mehr so funktionieren, du Knacki. Alter Knacki. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt. Sammle deine Kräfte und lass los. Du kannst alternativ auch mit Hilfe von Steuerknüppel eine Kreisbewegung ausführen und danach B drücken. Also im Grunde kann ich mich hier drehen und so auch machen. Oder ich lasse einfach B gedrückt und lade auf ein bisschen und so hat sich die Sache. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir nun zur Spezialattacke. Visiere deinen Gegner mit L-Autofokus an und drücke A, sobald A erscheint. La 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 la
Fokus an und schlage zu, wenn angezeigt wird. Also nochmal zum Üben. Ganz einfach. Wunderbar. Und zu guter Letzt noch ein Sprungangriff. Zieh dein Schwert, visiere mich mit dem Eilhautfokus an und drücke A. Hallo. Oh, wie er weggeschoben wird. Ich will noch einen sehen. Ist das irgendein Fetisch von ihm? Das war schon sehr gut, Junge. Ich bin nicht ein Junge. Bitte jetzt nicht du. Oh, noch. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der große Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Shorty, nimm es an dich und führe es gut. Ich kann ein Schwert führen! Das Heroenschwert. Yay! Wir haben Schwert. Bling, bling. Hoffentlich schreibt das Knacki. Ich wäre so stolz und happy darüber. Bling, bling. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten. Heute habe ich Sprachprobleme wieder. Vorlesprobleme. Begleiten Sie sich auf Ihre Reise. Schreibt doch in einer anderen Art und Weise, das kommt krank rüber. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Shorty. Ich hab Bling-Bling-Schwert. Bling-Bling-Schwert, Bling-Bling-Schwert, Bling-Bling-Bling-Bling-Bling-Schwert. Ich stech dich. Oh, du bist gut. Ich schlag dich nicht. Verdammt, er ist gut. Ich schlag dich trotzdem nicht. Aha. Ihr habt gedacht, ich schlage noch. Das tue ich aber nicht. Na dann. Sind wir ja schon bei 14 Minuten angelangt. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video. Und wir sehen uns das nächste Mal bei diesem Typen. Und wir pirschen uns diesen Baum hier hoch. Baum. Okay, das werden wir nicht. Hallo Schweinchen. Hallo! Verdammt, ich bin gerollt. Nein! 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 Okay, das war der erste Roller. Sei ein Mensch, da brauchst du gar nicht zählen, das war der erste Roller. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch einen Stein nehmen, damit das Ganze genauso angefangen hat, wie es. Aber dass das Ganze genauso endet, wie es angefangen hat. Ich habe einen Stein und gehe ins Wasser. Mal schauen, ob ich untergehe. Bis zum nächsten Mal.